Hä, das ist doch Bullshit. Ich kann die dort. Naja, nee. Ich hätte die locker da hochheben können. Nate, hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Ah, na dann. Ich mach schon. Ich würde gerne weiter nach oben klettern. So. Wow, das war jetzt aber beeindruckend hoch. Okay, na dann. Ich sehe zwar keine Vorräte, aber eine Kiste immerhin. Vorsicht da unten. So, die Strömung müsste das ja in die Richtung schieben. Kann ich mir bestimmt wieder like a Packesel. Sie nicht zu fassen. Ja, dann nimm doch dein blödes Seil, ey. Meine Güte. Machen wir nicht das erste Mal. Ist schon das zweite Mal, mein Freund. Na komm her, komm schon. Du willst es auch, Baby. Achso, ja, weiter geht natürlich wieder nicht. Und dann kommen wir da auch hoch. Ohne Räuberleiter. Zu hoch für eine Räuberleiter, weißt du, aber das geht. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Oh. Ist ja wie bei Assassin's Creed über die Dächer hier. Oh nein. Oh, scheiße. Ja, fast. Da gehen die auch gerne mal kaputt. Oh Gott. Au! Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja, war geil. Sehr nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Ich wollte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Mhm. Dann wollen wir mal. Ich weiß halt nur nicht so genau, wo weiter ist, aber... Ja, ist ja gut, dann gehe ich da halt nicht lang. Probieren wir unser Glück mal hier. Naja, das wird wohl nix. Irgendwo... sich festhalten wäre schon schön. Will ich mich vielleicht hier festhalten? Nein. Ach, da ist ein Fenster. Da kann ich wohl reinschwimmen. Versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Natürlich. Dieser rote Vorhang, der hat die Zeit überdauert. Und genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Ja, ich denke, den Grund werden wir schon noch erfahren. Sicher von der Gang East Hawaii. Das ist aber eine lustige Teekanne. Er ist bestimmt vorzüglich, der Tee. Ich will erstmal gerne den Vogel da gucken, aber das ist doch ein Vogel, ne? Das war Mr. Sparrow. Wunderschön. Ja. Naja, ein bisschen sauberer, dann wäre es bestimmt schöner. Aber hey.
9. September 1718. Gründer Baldrige. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund von unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesem Konflikt ein Ende setzen, gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Want als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent. Gründer Kondenswasser war das, das ist klar. Verdammt, ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. War halt nicht alles Friede vor der Eierkuchen, ne? Ein geheimer Raum hinter einem Kamin? Wahrscheinlich nicht. Ja, also momentan ja. Aber vielleicht war das gar nicht so konzipiert. Okay. Na dann mal weiter im Text. Komm schon, schwimm. Doller und schneller und härter und überhaupt. Schau mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja. Improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Sie könnte auch erst hochkommen und uns reden, aber nein, nö, sie redet von da unten, wo wir eh kaum was verstehen. Ist schon gut. Okay, kann man die Tür öffnen? Nö, kann man nicht. Gut, dann müssen wir irgendwo anders lang. Dann werden wir uns einen Weg suchen, den wir nehmen können und gehen können und überhaupt. Können wir hier hochklettern? Nein. Hier ist Putsch. Kommen wir nicht rein. Hier ist starke Strömung. Ich denke mal, das wird uns auch nicht sehr viel bringen. Naja, wir können auch einfach durch dieses Fenster da gehen, was kaputt ist. Ich meine, hey. Warum nicht? Es gibt ja viele kaputte Fenster hier. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Zu einem Wasserfall. Das kleine Ding da, oder was? Naja. Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Okay. Okay, komme ich da irgendwie rüber? So nicht. Kann ich da von hier rüber springen? Ich bin mir nicht sicher. Das wird wohl. Okay, das funktioniert. Okay, hier hält er sich fest. Kann ich mich hier außen lang hangeln? Das wäre natürlich. Superb. Ja, aber ich komme hier nicht weiter. Kann ich eventuell von... Ja, okay. Ne, Strömung ist, glaube ich, zu stark, oder? Ja, ich komme keinen Millimeter vorwärts. Okay. Da hoch könnte man... Darüber springen, das schafft er nicht. Da hoch, da kann man sich nicht festhalten. Kann ich sie nicht da nach oben werfen, durchs Dach und dann... Zu hoch für eine Räuberleiter. Was bei dir immer zu hoch für eine Räuberleiter ist, ne? Ich muss irgendwie darüber kommen. Naja, er springt hier auch direkt rein. Ah, okay, ich hab's geschafft, alles klar, läuft. Nein! Ach, fuck. Aber... Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Drücke mal runter, die ist ganz schön schwer, ey. Okay. Gern geschehen. Danke, du bist ein
tolles Gegengewicht. Ich meine... Das war auch so gemeint, glaube ich. Oh nein, wie schrecklich, Wasser. Ekelhaft. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Ja, wie wär's denn? Keine Ahnung. Wir machen das schon. Das geht nicht. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Wir brauchen halt einfach den Muskelschmalz von Elena. Vorsicht! Ja, zum Glück ist es auch richtig gefallen, nicht noch umgefallen oder so. Haben wir Schwein gehabt. Das hätte sie sonst nie aufstellen können. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Hätte er das dann nicht irgendwie wegziehen können? Also ich hätte eher versucht, das wegzuziehen, ehrlich gesagt. Okay. Aber okay. Ich bin ja nicht Herr Drake. Dementsprechend weiß ich auch nicht so gut Bescheid, wie man sowas aus dem Weg räumt. Verständlich. Okay, da geht's rein, aber da gucken wir noch nicht rein. Wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen weiter um. Hier ist nichts, alles klar, dann gehen wir jetzt da rein. Was hier? Aha. Keine nackte Frau interessiert also nicht. Ha. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Das war wohl das letzte Abend mal. Ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tu. Wollen wir wetten? Thomas Tu, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind,
Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Tja, da hat sich die Zwietracht also ausgebreitet. Zwei Männer haben alle getötet. So, für die Nachwelt. Das letzte Abendmahl sozusagen. Das müssen ja denn die anderen 9 sein, weil wenn es 11 waren, dann sind das 9 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Tote. Und damit hatten sie dann alles für sich. Kann ich mit ihm nochmal reden? Weil sie hier noch so steht. Oh, sie ist noch am gucken. Ach wo, am gucken. Weil ich auch nicht rennen kann, das macht einen immer ein bisschen... Ah, jetzt kann ich wieder rennen. Hey, hier hoch. Langsam. Dann müssen wir nur Mr. Avery selbst finden. Vorsichtig. Oh, oh. Oh, oh. Alles cool. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Was? Hä? Was? Warum ist sie denn da? Das verstehe ich nicht. Die waren gerade voll weit weg. Das ist manchmal so ein bisschen doof. Weil ich nicht weiß, wie sie jetzt da hingekommen ist. So, zack, da ist sie da. Na, du auch hier, ist ein Zufall. Tja, Mr. Avery. Mittlerweile natürlich auch tot. Der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Ich glaube auch nicht, dass er so schnell weg... fährt. Weil die werden ja jetzt den Schatz suchen. Okay, hier geht's auf jeden Fall rein, aber wir gucken uns hier nochmal an. Mehr Kanonen. Genau wie bei Two's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann... Ja, der war schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Schatz, meiner. Ein geiler Elefant. Wenn der jetzt echt wäre, könnte ich auf dem reiten. Wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Der wird sicher nichts dagegen haben. Außer der sitzt jetzt da irgendwo rum und trinkt rum. Und hat Besuch nicht erwartet, weil er nicht aufgeräumt hat. Dann könnte er ein bisschen pissig sein. Wort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Können wir spielen? Oh, das wäre so gut, ne? Oh, ja, können wir, geil. Wunderschön. Nein, oh Mann, ich habe schon wieder das Gespräch verplant. Wurmquark. Das ist doof, dass man immer nur so kurz Zeit hat, dann machst du irgendeine andere Aktion und dann bumm, ja, hast Pech gehabt. Ja, wo, muss ich jetzt hier runter? Ha, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Das war, glaube ich, nicht so richtig. Aber das hier müsste doch woanders hinführen. Ah, guck mal. Hier ist Deckung. Ja. Da. Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Was ja egal ist, weil wir sind ja trotzdem drin. Hat also nicht viel gebracht. Okay. Okay. Wir gehen jetzt, wir folgen denen jetzt. Hey, na bitte. Hm. Ein bisschen Munition. Das ist mein schönes Salon. Mhm. Mhm. Und wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, weg? Sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Ich will vielleicht hier rübergehen, aber... Das ist wohl falsch. Dann halt hier lang. Bingo. Bingo-lissimo.
Spuren führen durch diese Tür. Ja, dann. Wollen wir mal durch. Mist, sie wird oder auch nicht. Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Eins, zwei, drei. Oh, Mist. Ah, krass. Der hat eine. Ich glaube, der kommt her. Jetzt muss ich nur den Kopf treffen. Nein, nein, nein! Oh Gott. Scheiße! Granaten wären so gut gewesen, ne? Ich muss den Typen am Kopf treffen. Ja, ich weiß. Scharfschütze down. Okay, dein Kopf ist weg. Yes! Da ist er. Der ist tot. Ich habe nur noch 15 Schuss. Das ist nicht sehr viel. Au, 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 au. Mann, kommt doch nicht von der Seite. Wo ist denn der? Ja, natürlich da oben. Klar. Klar, klar, klar. Mhm, mhm. Jetzt ist da auch noch einer neben mir, oder was? Ach, am Arsch. Hi. Ha, ich bin... Drehen die sich jetzt die ganze Zeit im Kreis, oder was machen die? Hä? Alter, den kann ich nicht treffen von da. Keine Chance. Oh, so zwei, drei sind das schon, ne? Na klar. Ist ja einfach so ein Arsch. Wenn mich voll kekst, ey. So, jetzt. Die Waffe. Fuck. Weg hier. Könnte ich mal eine Granate dabei haben? Keine Arschkasse. Nein. Oh Gott. Ja, aber die Scharfschützen. Mein Gott, was soll ich mit denen jetzt anfangen? So, der ist tot. Hä? Ach, da oben. Ciao. Scharfschütze. Nein, keine Granaten, Mann. So, geh weg. Oh, der ist tot. Ah, da ist einer. Wo bist du, mein Freund? Komm her. Okay, sie geht hin, gibt ihm einfach einen Bitch-Slap in die Phrase. Das war definitiv noch nicht alles, ich weiß es doch. Alter, kleiner Sack. Ha, wir haben eine Granate. Ich weiß nicht genau, was ich mit der Granate mache, aber schauen wir mal. So, weg mit dir. Naja, halt die Schnauze, geh weg. So, wir nehmen mal die Waffe. Sind ja noch mehr Leute bestimmt. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Welch ein Spaß. Eigentlich wäre das eine coole Waffe, aber... Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll, weil ich bin recht langsam damit, deswegen scheiß drauf. So, die Frage ist, welche Tür wollen wir denn aufbrechen, Nathan? Weiß ich noch nicht so genau. Ach
Achso, vielleicht die Tür, wo wir gerade auch schon waren. Das könnte sein. Weil jetzt sind ja alle tot. Werden uns wohl dementsprechend nicht mehr unbedingt stören.